Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Immobilienmaklerin Kastanie hat wieder ein kleines süßes Heim für euch aufgetan, in perfekter Lage, zumindest für die Crafter unter euch. Ich befinde mich hier in Dolchsturz. Dolchsturz ist in Glenumbra, also hier oben. Und hier findet ihr Kapitän Margots Heim. Hinter mir ist der Eingang, aber wir schauen mal, warum ich jetzt gesagt habe, ideal für Crafter. Wenn wir nämlich hier ein bisschen nebenan laufen, haben wir nämlich hier die Handwerksschriebe und wir haben bis auf zwei Werkbänke alles direkt vor der Tür. Für Holz und für Alchemie müssen wir ein kleines bisschen runterlaufen, aber prinzipiell wirklich ideal, um mal eben ratzfatz die Handwerksdailies zu erledigen. Das heißt also, dieses Haus ist auch ideal, um einfach nur hinzuporten, weil ihr dann entsprechend da seid, wo ihr craften könnt. So, wir schauen uns das Ganze einmal von innen an. So, wir sehen, es ist sehr übersichtlich, also wirklich nur eine Einraumwohnung, aber ich meine so, wenn man so heftig am Arbeiten ist, am Craften ist, braucht man mal eine Pause und kann dann mal hier reinhuschen, was essen, was trinken, ein Nickerchen machen und dann macht man in Ruhe weiter. Und was ich immer sehr spannend finde, wenn das erstmal eingerichtet ist, sieht das Ganze natürlich dann auch schon mal viel, viel schöner aus. Jetzt so kahl, kann ich dem jetzt spontan auch nichts abgewinnen. Ja, was kostet denn der Spaß? Das sehen wir, wenn wir einmal die Kaufoptionen aufrufen. Am Computer ist das die F5. Und dann sehen wir hier, unmöbliert kostet das Ganze 56.000 Gold oder 2.300 Kronen, wie es euch lieber ist. Ich stelle eigentlich in der Regel nur Häuser vor, die wir auch für Gold kaufen können. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, das ist schon ganz nice und die Lage ist auch toll, aber ich bin da nicht so mit einrichten, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch möbliert kaufen. Dann allerdings wirklich nur für Kronen. Aber alle Möbel, die ihr jetzt gleich seht, sind dann dabei, gehören euch dann, sind aber an euren Account gebunden. Also man kann sie dann nicht weitergeben, nicht verschenken, nicht verkaufen, das geht da nicht. Aber dann habt ihr in der Tat eine schöne möblierte Wohnung. Das schauen wir uns mal an. So, und jetzt sieht das doch gleich viel besser aus, oder? Allein das Feuer hier macht so viel aus, schön gemütlich. Und ja, das ist eine schöne kleine Crafter-Wohnung, würde ich mal sagen. Sehr, ja, naja, minimalistisch kann man jetzt auch nicht sagen, aber sehr einfach eingerichtet, aber funktionell. Alles da, was wir brauchen. Die Kerze ist übrigens dann auch dabei, wenn man das unmöbliert kauft. Das ist so das einzige Möbelstück, was hier mit drin ist, aber immerhin. Ja, wie gesagt, ich finde, klein, süß, man kann was draus machen, auch für Crafting-Anfänger absolut geeignet. Und ich finde es dann ebenso auch als Reisepunkt ganz nice, denn wenn ich hier hinreise, rausgehe, bin ich, wie gesagt, mitten in Dolchsturz gleich an den Crafting-Stationen und kann ganz fürchterlich loslegen. Das war's zu diesem netten kleinen Heim. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr es kaufen solltet, beim Einrichten, beim Spiel sowieso. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.